Rüber zu Hannah kocht einfach. Wir machen heute diese würzigen Snacknüsse. Ich koche einfach und gerne und manchmal auch ganz. Snacknüsse oder wie mein Kameramann André sagt, Swagnüsse. Dafür braucht ihr 150 Gramm Cashewnüsse, 150 Gramm Mandeln, ein klein wenig Chilipulver, 1 bis 2 Esslöffel flüssigen Honig, einen Esslöffel Öl, Salz und einen Teelöffel rosenscharfes Paprikapulver. Der Honig sollte flüssig sein, deshalb gebe ich ihn in eine Pfanne, auf mittlerer Stufe erhitze ich ihn und dann kann ich ihn weiterverarbeiten. Sowas haben wir in der Schule immer richtig lustig gefunden. Das ist doch jetzt auch lustig. Jetzt habe ich hier eine Schüssel, da kommen die Cashewkerne und die Mandeln rein. Ihr könnt die natürlich von der Schale befreien, aber es funktioniert auch wunderbar mit Schale. Und dann gebt ihr den flüssigen Honig dazu und das Öl und verrührt das alles. Oh, geil. Ich finde, das sieht jetzt schon richtig geil aus. Und wenn ihr es jetzt gerne so ein bisschen scharf würzig mögt, dann gebt ein klein wenig Chili dazu, dann noch das Paprikapulver rein. Salzen, alles gut vermischen. Wo snackt ihr eigentlich am liebsten? Snackt ihr wirklich vom Fernseher oder eher vor YouTube? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer von euch tatsächlich noch fernschaut und wer eher auf YouTube unterwegs ist. Dann nehmt euch ein Backblech, da kommt Backpapier drauf und da verteilt ihr dann eure Honignüsse drauf. So gebt ihr das Ganze jetzt für circa 20 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Backofen, holt es raus, lasst es kurz abkühlen und fertig ist euer perfekter Fernsehsnack. Übrigens könnt ihr diesen Snack natürlich auch super beim YouTube-Videos gucken essen. Ne? Ist auch für YouTube-Videos. Ich probiere jetzt mal. Ist gar nicht so süß, wie man denkt. Ne, ganz leichte Schärfe. Also die Mandeln schmecken mir mit der Kombi noch ein bisschen besser als die Cashews, aber beides ein super geiler Snack. Macht's doch nach und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bussi, baba. Das reimt sich.